Hallo und herzlich willkommen hier zum 9.3 Testserver. Erster öffentlicher Test hier. Ich bin's, der Sperros, zusammen mit dem. Ja, XY7, hallo. Ja, und wir werden hier die ganzen neuen leichten Panzer zeigen. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem LTTB an. Ganz nettes Teil hier, mega lange Kanone und ewig rumlabern, springen wir direkt in ein Match, denn die Wartezeit hier, die sind ein wenig, seltsam. Manchmal lang, manchmal kurz, drum springen wir jetzt direkt rein und, ja, machen einen Cut. Okay, hier sind wir jetzt direkt in einem Match. Ja, ist hier Testserver, Matchmaking und so, wenig. Hier fahren halt alle T10 Panzer. Ja, reines T10 Match mit uns hier als T7 Scouts. Ja, was können wir groß zu dem Panzer hier sagen? Er ist schnell. Hat eine ziemlich gute Kanone. Fahr mal rechts. Können wir. 700 PS, soweit ich das gesehen habe. Ja, 860 Topspeed, aber die rechtzeitig hier nicht immer. Das ist ein utopischer Wert, der den Backrunde erreicht werden kann. Ja, aber der ist trotzdem jetzt nicht so langsam, also. Es ist jetzt kein T50-2, aber er kann schon ganz schön schnell werden. Ja, die Kanone, die ist ähnlich wie auf dem T43. Naja, das Ding ist, das Ding hat hier noch einen höheren Durchschlag als auf dem T43. Das ist das Problem. Was heißt Problem? Nix Wer auch Problem. Sagt ähnlich und nicht genauso. Ja, der Schaden ist der gleiche, 180. Aber 170 Durchschlag ist dann halt schon noch ein Stück höher. Dafür kommen wir halt in T10 Matches. Okay, ihr seid direkt vorne weitergefahren. Ich bin nicht so aggressiv. Gut, 4,3 Sekunden Nachladezeit mit Rammer, Ventilation und liegen den Leopard hier. 100% Crew ist schon ziemlich übel. Kombiniert mit den 180 Schaden. Lol, wir machen den Leopard. Da ist ein Bedshot, der wird jetzt ein Problem sein. Aber wenn das Objekt davor fährt, den Leopard dann unterstützen wir ihn natürlich. Ja, aber ich habe beide ordentlich gefressen. Ich habe jetzt einen Schuss eingesteckt für einen Bedshot. Wenn das Objekt. Alter, scheiße. Oh fuck. Ich glaube, wir müssen irgendwie versuchen, unten lang zu kommen vorbei. Ich fahre mal etwas zurück. Also die Geschwindigkeit ist schon ganz gut, die Beschleunigung passt auch. Wendig ist der Panzer hier auch. Mal zurück. Die Kanone, ja, unter der Fahrt die Genauigkeit geht eigentlich, aber ist halt nicht so toll wie jetzt bei den Army-Panzern. Die Army-Panzer haben wirklich eine übelste Genauigkeit auch während der Fahrt. Aber wenn man sich das hier anschaut, so Wendigkeit, ich fahre jetzt hier 50. Ich kübel hier oben mal lang. Wir können uns die da jetzt mal von hinten holen. Kommt ihr auch? Ich wollte sie jetzt nicht von alleine. Alter. Scheiße. Haha, er hat mich nur getrackt. Ich komme dann von oben, wenn er noch weiter vorkommt. Der Drecksding hat sich da rumgedreht, einfach so. Meine Position hier ist so cool. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der nachlädt. Aber ich probiere hier einfach mal außenrum zu fahren. Hat der V sich da einfach rumgedreht. Bleib hier oben mal stehen. Okay, jetzt bekommt er aber gleich von hinten Besuch. So. Oh fuck, die Gun Depression auf dem Ding hier ist jetzt nicht so toll. Okay, er hat geschossen. Jetzt kann man einfach rein. Ja, so viel zu machen gibt's jetzt hier nicht. Aber die Nachladezeit, die ist halt so göttlich. 4,3 Sekunden ist halt extremst schnell. Er ist verunfallt. Wer? Na, unser Zugmitglied hier. Ja, der 09545. Mitreden kann er hier nicht. Mitreden kann er nicht. Okay. Aber der Speed hier, der ist schon ziemlich gut. Mit dem Ding kann man auch Zähne ausschalten, wie wir gerade gesehen haben. Naja, wir waren jetzt nicht alleine, aber gut. Und ja, zu dritt, ja. Das Ding musst du mit Support spielen, ey. Ja, generell, die ganzen Lights hier,
Wenn du einen Zehner siehst, der gerade beschäftigt ist, klebt dich einfach an den seinen Arsch und dann ist er Geschichte. Kann sein, dass die hier den Spawnpunkt, den Cap-Punkt ein wenig verschoben haben. War der schon immer da oben? Der war immer schon da. Ernsthaft? Ich dachte, der war hier mal weiter unten. Naja. Sind jetzt oben oder hier unten? Ich fahre einfach mal durchs Dorf. Sind da in der Mitte, ich fahre einfach mal hinterher. Da hinten ist die Ari, die uns vielleicht gescoutet Oh hat. fuck, ich hab gelenkt, währenddessen ich geschaut habe. Ob das so eine gute Idee ist, drin ist? Ja, ich warte jetzt mal auf dich, weil ich hier nicht alleine fahren will. Ich habe noch 950 Leben, das Leben ist eigentlich ganz gut, ja. Ja, ich habe auch eine Granate. Ja, aber zusammen haben wir mehr Firepower. Okay, da ist ein R100, an so einem R100 müssten wir durchkommen. Da ist auch ein IS-7 von hinten. Oh, im Boden geschossen, was macht eine IS-7 da? Er ist getrackt, verdammt, ich schieße aber nur irgendwo Mist hin. Also, kann doch nicht so schwer sein. So, jetzt ist da unten noch ein R100. Mal schauen. Fährst du Okay. da unten? Ich komme mal von oben. Da ist der R100, der schaut gerade nicht in meine Richtung. Und da war ein Stein, so ein Mist. Da unten ist ein ET auf ihr. Oh yeah, ich jump auf ihn drauf. Scheiße, ich klemm hier fest. Okay, ja, ich habe hier jetzt gerade ordentlich was eingesteckt von dem, weil ich da eingeklemmt war und nichts machen konnte. Mann, ich wollte auf den drauf jumpen, hat aber nicht funktioniert. Was hat denn den abgeschossen, der E3 da? Was macht denn der WT da? Okay, der schaut nach oben, aber die Gun Depression ist halt Mist. Ah, so ein Wichser. Oh. Hätte Alter. Nein, das ist er tot. Wir können beide nur einen Schuss machen. Hätten nicht so aggressiv draufgehen sollen, aber den Hügel konnten wir hier jetzt nicht nutzen, dass es da sich auch so schnell dreht, ey. die Gun Depression halt irgendwie fehlt. Ja, lief ja ganz gut irgendwie. Ja, das gewinnen wir noch. Gut, es war jetzt ein reines T10-Gefecht. Der Panzer kann auch noch besser. Und das hatten wir auch schon in anderen Gefechten. Aber ich würde ne generell trotzdem noch irgendwie nerven. Denn wenn du wirklich ein T9-Gefecht hast, dann ist der mit der Nachladezeit und dem Schaden wirklich brutal. Ich meine, alle 4,3 Sekunden machst du halt einfach mal hier wie viel Schaden? 180. Ja. Ja, reine T8-Gefechte könnte. Oh, ich weiß nicht, ob er da auch reinkommt. Hier auf dem Testserver ist das irgendwie schwierig zu beurteilen. Aber das Ding ist schon übel. Generelle Meinung zu den Lighttanks, die müssen noch ein wenig genervt werden, damit sie wirklich richtig reinpassen. Mastery Gunner. Ja, passt schon. T50-2 von der Wendigkeit nicht ganz, aber er kommt schon nah ran und die Kanone ist halt einfach nur übel. Ja. Und irgendwie ersetzt er ja T43, aber dafür kommt er auch in höhere Gefechte rein. Gut, das soll es jetzt mal zu dem Panzer hier gewesen sein. Ich denke mal, die Zahlen hier müsst ihr auch lesen können, wenn er hier in HD anschaut. Weiß jetzt nicht. Müsste aber schon gehen. View Range 390 Meter ist jetzt nicht so mega, aber das passt schon. Mal. Ja, das soll es mal zu dem Panzer gewesen sein. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Ja, toller Panzer. Kann man auch die 10er mit fertig machen. Auf mit T7, aber Ja, besonders ja. mit dem Durchschlag kommst du halt auch an einem E100 durch. Wie man jetzt eben gesehen hat. 170 Durchschlag ist schon ganz ordentlich. Ja. Jedenfalls an der Seite vom Turm. Ja, aber dann soll es das mal für diese Folge hier gewesen sein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit dem T54 Lightweight. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss! Tschüss.